Du solltest den verstopften Ausguss in der Küche reparieren. Damit würdest du mich richtig glücklich machen. Ich und reparieren. Das mit dem Ausguss sehe ich eher kritisch. Du musst das positiv sehen, nicht immer so negativ. Ich bin durchaus Positivist. Ja, soll ich etwa ein Gebet zum Himmel schicken und der Ausguss repariert sich dann von ganz alleine? Das habe ich nicht gesagt. Aber du kannst es ja mal mit deinem positiven Denken versuchen, wie bei der Parkplatzsuche beispielsweise. Das ist was ganz anderes. Wenn ich in die Stadt zum Einkaufen fahre, dann sende ich einen positiven Gedanken in den Kosmos. Und siehe da, ich habe einen Parkplatz. Dann probier's doch mal mit dem Ausguss. Fühle dich in sein Wesen ein, meditiere über die Idee seiner Verstopfung und die Seele abfließenden Spülwassers. Wie kannst du nur so negativ sein? Und sowas nennt sich Positivist. Ein Positivist sieht, was Fakt ist, sieht die Wirklichkeit. Fakt ist, dass die ganzen Rohre unter der Spüle verstopft sind und Risse haben. So etwas kann nur ein Fachmann erledigen. Ich glaube, es hat geklingelt. Klempner? Ja, kommen Sie rein. Endlich. Gehen Sie nur durch, die Küche ist gleich da hinten. Siehst du? Ist das nicht witzig? Eben habe ich noch einen positiven Gedanken an den Kosmos geschickt und der Klempner ist da. Weil ich ihn vorhin anrief, als du noch in der Stadt beim Einkauf warst. Nein, mein Lieber, weil ich positiv gedacht habe. Kannst du diese Behauptung experimentell beweisen? Positivismus hat was mit Wissenschaft zu tun. Positives Denken etwa nicht. Und das ist genau das Gegenteil. Das ist Esoterik. Ich beweise es dir. Okay, wir machen ein Experiment. Ich werde nach der Reparatur den Ausguss wieder verstopfen und du denkst wieder positiv. Ich lasse dann keinen Klempner kommen und wir warten ab. Ich habe einen besseren Vorschlag. Und der wäre? Ich beweise es dir über das negative Denken. Du und negativ? Hexenzauber, Hexenzauber. Macht, dass die Rechnung astronomisch hoch wird. Astronomisch hoch. Tu's nicht, ich bitte dich. Du glaubst an Hexenzauber. Ich geb's zu, bei Klempnerrechnungen schon.